Und weiter geht's mit unserem Minecraft Let's Play der Aufstieg Gravenstunts. Herzlich willkommen. Genau, beim letzten Mal haben wir ja, das kleine, süße, den kleinen süßen Stall für unsere Chicken Nuggets hier hingesetzt. Und für heute. Ja, genau. Ich wollte vielleicht mal die Weizenkörner wieder reintun. Genau, und für heute ist geplant, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen. Ein bisschen verschönern. Also den Weg hier ranführen und vielleicht noch den einen oder anderen Busch oder Baum hier hinsetzen. Das ist für heute geplant. Aber bevor ich das mache, bastle ich mir nochmal eine neue Axt. Wer weiß, wann die nächsten Pillager kommen. In der vergangenen Folge waren ja sogar zwei Patrouillen unterwegs. Das kann natürlich jederzeit wieder passieren. So, na dann. Zack. Und zack, neue Axt. Das Zeug brauche ich jetzt erstmal nicht, wobei doch die Schaufel schon. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen Granit. Was war da? Das ist alles an die Siedler. Okay. Hab ich eigentlich noch Stufen hier drin? Keine Granitstufen, nein. Da ist auch noch Granit. Zack. Also, wir brauchen das Zeug. Und wir brauchen das Zeug und wir brauchen das Zeug. Okay. Na dann. Fange ich hier mal mit dem Weg vielleicht so ein bisschen an. Der sollte ja so eher trampelfahrtenmäßig sein, also jetzt nicht ganz so heftig. So und da vielleicht noch einen ran und ja, lassen wir erstmal so. Wir ziehen erstmal den richtigen Weg hier lang. Und dann passe ich den Trampelpfade noch an. So. Wo gehen wir denn lang? Ich würde sagen, wir kommen von hier. Ziehen wir mal ein bisschen den Weg so grob in die Richtung. Ja, ich denke schon, das wird was. Das würde ich ganz gerne so lassen. Da kommen dann noch ein bisschen Grünzeug mit dran. Also ein bisschen Knochenmehl, meine ich. Ja, genau. Dann machen wir hier noch ein bisschen breiter. Und hier auch. Damit wir so eine schöne Dreierbreite haben, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Machen wir da auch noch ein bisschen breiter. Passt das so? Ja, das ist ganz okay so. Okay, dann geht's hier weiter. Zack. Gut, dann würde ich sagen, füllen wir das, was wir jetzt da ausgehoben haben, erstmal auf. Und dann sehen wir weiter. So, machen wir uns mal ein paar Randstufen. Ach komm, machen wir das weg. Gebraucht wird sowieso früher oder später. So. Dann wieder ganz wild die grobe Erde durch die Gegend schmeißen. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Wurzelerde. Lalala. Na, hier kommt vielleicht noch ein bisschen was hin. Und da vielleicht noch einer. Und da können wir mal gucken, dass wir jetzt den Rest mit den Granitstufen auffüllen. Zack. Wunderbar.
Oh, schön, dann zieht sich jetzt da wirklich so lang so ein bisschen und. Ja, gut. Dann würde ich hier ein paar Stufen hinsetzen. Und dann heben wir mal weiter aus. Na gut. Das hätte ich mir ja nicht auch denken können, dass die Schaufel das nicht aushält. Ja, dann basteln wir uns immer für kleiner. Ich habe gerade kein Holz hier. So, jetzt habe ich auch das Sticks. So, eins. Zack. Na, Stein, Dankeschön. Und zack. Da ist unsere Schaufel. Boing, boing. So. Ah, ich würde sagen, hier war mal ein Loch. Da war mal ein Creeper. Naja. Kommt mal vor. So, weiter geht's dann. Würde ich hier vielleicht ein bisschen lang gehen und da vielleicht noch. Okay, füllen wir das jetzt erstmal auf. Wurzelerde, hier vielleicht auch nochmal Wurzelerde. Dann mal grobe Erde. Granit und noch mehr Granit und Wurzelus Erdus und Grobus Erdus, Wurzel, Wurzel, keine Ahnung, grob und hier vielleicht nochmal eine Platte hin. Jo, das passt schon. Okay, und dann, yay, eskalieren wir wieder. Zack, zack. Noch wieder ein paar verwurzelte Erden. Na, hier vielleicht nicht. Aber da. Und da. Und da vielleicht noch einen. Und hier. Gut. Und den Rest ist wieder zu machen mit den wunderbaren Granitplatten. Zack. Zack. Und da auch. Ja, schön. Dann würde ich das hier noch ein bisschen breiter machen. So. Da können wir mal Wurzel und Gruppe hin. Und was hier vielleicht auch mal mit dran setzen. Zack. Okay. Und dann darf das hier natürlich nicht fehlen. Hier vielleicht ein bisschen Wurzel und grob und hier vielleicht auch mal ein bisschen grob und mal eine Wurzelerde. Gefällt mir noch nicht so ganz. Ich würde ihn vielleicht doch ein bisschen. So machen. Ja, das passt so schon etwas besser. Jojo, auf jeden Fall. Okay, dann brauchen wir jetzt ein bisschen Laub. Da können wir uns wieder den ein oder anderen Busch hinsetzen. Wo versteckt? Ah ja, genau, das Laub war jetzt hier oben drin. Ne, nicht da, sondern da oben. Ja, Dankeschön. Aber dann gehen wir bei der Gelegenheit nochmal schlafen. Ist ja wieder dunkel. Zack. Auf ins Bett. So, weiter geht's. Wow, selber wow. Na dann, basteln wir uns. Hier einen kleinen Buschen vielleicht. So. Und so. Na gut, der ist schon etwas größer geworden, der Busch, aber für ihn interessiert, stört er nicht. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen was hinsammeln. Zack. Jo, warum nicht? Okay. Eigentlich würde sich hier ganz gut ein Baum anbieten, oder? So an dieser Stelle hier. Ist nur die Frage, was wir da für einen Baum nehmen. Also,
ob das so ein verhältnismäßig kleiner wird oder ob der ein bisschen mehr ausartet, so wie der hier hinten. Ich meine, so ganz kleines Ding wie den würde ich es eher nicht machen. Das wäre ein bisschen zu klein, denke ich mal. Hab ich noch Bärenbüsche? Jetzt ja. Die würde ich ganz gerne hier mit dran setzen. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Knochenmehl. Oh, ich kann heute echt nicht sprechen. Wer weiß, was irgendwie auch wieder los ist. Da Knochenmehl. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ach, nicht das hohe Gras ständig, Mensch. Das passt hier nicht so hin. So, da noch ein bisschen. Ich habe gesagt, nicht das hohe Gras. Ey, das ist doch. Die wollen mich hier wirklich ärgern, ne? Ja, der muss doch nochmal weg. Okay. Genau, was auch sonst tut. Hohes Gras, ey, das. Naja. Ein bisschen ausdünnen, ist ein bisschen zu viel hier. Zack. Okay. Ja, die können wir auch mal wegnehmen. Wunderbar, dann hätten wir das jetzt auch. Passt auf jeden Fall schon deutlich besser. Sehr schön. So was freut mich. Wenn sich die Gebäude oder die Gebilde allgemein, die man so bastelt, wenn die so nach und nach sich in die Gegend dann, sich in die Umgebung eingliedern, das ist echt schön. So, ich brauche eine Schere. Und mehr Laub. Mit Verlaub, ich brauche mehr Laub. Nee. Das, Dankeschön. Die Schere müsste hier drin sein. Da haben wir sie. Gut, die ganze Erde und so, das kann ich jetzt wieder wegräumen. Grobe Erde. Ich brauche echt Wurzelerde. Kann man Wurzelerde eigentlich craften? So, keine Ahnung, mit Erde und Wurzeln? Das wäre eigentlich echt gut. Upsala. wo bin ich? Granit. Immer noch da rein, danke. Dass ich das mal vergesse, das ist echt schlimm. passt nicht. Okay, dann kommt das da auch erstmal mit rein. So, die ich da wieder rein. Und Knochenmehl da rein. Und die Erde kommt hier wieder rein. Gut. Ich brauche Säume. Und das Zeug. Ja, das war's eigentlich auch soweit. Auch wenn das nicht funktioniert, oder sehr wahrscheinlich nicht funktioniert, ich will es trotzdem mal ausprobieren. Zack, die Wurzelerde habe ich da oben hingelegt. Ja, gucken wir mal. So. Und so. Kriege ich die eigentlich mit der Hand ab oder muss ich die abschneiden? Okay. Ich muss die abschneiden. Ich habe natürlich keine Erde mitgenommen, ich Trottel. Erde war da. Ah, wirklich schade eigentlich, ne? Dass das nicht geht. Na ja, gut, dann habe ich jetzt wenigstens ein paar Wurzeln.
Wurzelus. Ja, komm, brauchen wir das doch mehr komplett auf. So. Und so. Zack. Und die Wurzelerde nimmt. Und da muss ich wirklich mal gucken, wo ich die Wurzelerde wieder herkriege. Notfalls eine Laschke noch. Na, nochmal gehen, ne? Schade. Okay, Wurzeln rein. Erde rein. Gut. Und dann überlegen wir uns jetzt, wo wir den Baum, wo genau wir den Baum hinsetzen. Vielleicht hier so. Oder ist das dann zu dicht? Ich meine, da wird er schon ein bisschen breiter. Ich glaube, ich würde den Baum eher da hinsetzen. Ja, doch, doch. Ich denke schon, dass es hier schon ganz gut passen würde. Dann ist es natürlich nur die Frage, wie hoch wir das ganze Ding machen. Ich habe es natürlich nicht mitgezählt. Okay, das wird jetzt schon sehr hoch, aber wen interessiert? Zack. Dann machen wir wieder ein paar kleine Äste ran. Zack. Brechen wir uns mal die Knochen beim Runterhüpfen, so wie es sein soll. Zack. Ich würde sogar sagen, dass der Baum diesmal gar nicht so doll breit wird, sondern eher schmaler. Hier vielleicht doch. Jo. Jo, das sollte eigentlich durchaus reichen. So, verlängern wir die alle noch mal ein bisschen. Zack, und kommen die noch mal. Zack. Ja, sieht das nicht so nicht so spektakulär aus, aber wie gesagt, das wird jetzt ein schmaler und verhältnismäßig hoher Baum. Dann hätte ich den eigentlich doch ein bisschen weiter daran setzen können, sehe ich gerade. Egal, das wird schon. Ja, genau, es wird schon Nacht. Ah. Okay, erstmal das Laub. So, ihr wisst ja, wie das geht. Erstmal wieder jeden Ast schön verdecken mit dem Laub. Dann hier natürlich auch nochmal. Und da auch. Und dann brauche ich jetzt gleich was, womit ich mich hochstecken kann. Dass ich immer die Hälfte vergesse, das ist echt schlimm. Der Hund gibt mir recht. So. Ja, weil es auch schnell dunkel wird, das ist auch nicht so schön. Gehe ich jetzt schon schlafen? Ja, nein, Toastbrot. Zum Arbeiten wird ja nicht zu dunkel, ne? Na komm. Auf in die Haja. Habe ich jetzt einen Erdblock irgendwo hingesetzt? Nee, ich wollte schon sagen. Lass mich doch mal schlafen. Es ist dunkel genug. Dankeschön. So. Mit O. Tja. Wie verfahren wir hier jetzt weiter? Hm.
Na, ich bin mir echt noch nicht so sicher, wie breit wir den Baum jetzt am Ende wirklich machen wollen. Egal, erstmal hoch. So. Blattus, noch mehr Blattus. Und dann natürlich auch. Laub. Und noch mehr Laub. Und da unten dürfen wir das natürlich auch nicht vergessen. Zack. Den Stamm wollen wir nicht sehen. Ich sag das doch einer, dass auch ein Ast rauskommt gerade. So und so. Komm gleich zu. So, da auch gleich. Und hier vielleicht auch gleich. Zack und zack. Am besten gleich ganz zu machen. Dankeschön. Ziehen wir gleich ein bisschen hoch hier und den machen wir auch gleich ganz zu. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir sie eigentlich alle soweit geschlossen. Der sollte da nicht hin. Den würde ich lieber da hinsetzen und noch einen draufsetzen. So, und dann noch einen. Und hier auch nochmal einen. Gut, wunderbar. Dann hätten wir das jetzt schon mal. Dann müssen wir hier nur noch ein bisschen anpassen, weil so sieht das natürlich noch sehr, sehr krüppelig aus. Das passt mir jetzt natürlich ein bisschen an. Aber ihr seht schon, das ist ein deutlich schmälerer Baum als die anderen bisher. Was ja jetzt aber nicht schlimm ist, ich meine, es gibt ja auch schmale Bäume. Zack. Also, habe ich mir mal sagen lassen. Ich weiß nicht, ob sowas wirklich gibt. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. So. Ein bisschen runter. Und dann fallen wir wieder runter. Ich brauche bei Zeit nochmal wieder ein bisschen Laub, wenn das so weitergeht. Ja, so eine Custom Trees, die fressen natürlich schon so ein bisschen. Das ist absolut richtig. Zack. Da nochmal und hier vielleicht noch. Dann müssen wir den noch ein bisschen höher ziehen. Ja, warum auch nicht? So. Das hier ist noch ein bisschen zu klobig. Und den ziehen wir dann auch nochmal runter. Na, ziehen wir auch nochmal runter. Ach, ich komme da nicht hoch. Ziehen wir auch nochmal runter. Zack. Und hier noch einen und da vielleicht auch meinen. Ein paar ransetzen. So, das hier gefällt mir noch nicht so richtig hier unten. Der kommt vielleicht wieder weg. Nee, kommt er nicht, okay. Dann bleibt er eben da. Wenn er unbedingt meint. So, wie sieht er jetzt aus, der Baum? Wild. Ja, das hier passt noch nicht so richtig. Ja, solche Bäume muss man sich dann manchmal auch ein bisschen von ein bisschen weiter weg angucken. Aber ich denke mal, dass der jetzt eigentlich soweit passt. Oh, na klar. Ein schöner, sehr kleiner Baum. Ja, okay, dann haben wir den jetzt auch soweit. Dann müssen wir hier unten noch ein bisschen den Wurzelbereich anpassen. Ja, genau, den Wurzelbereich. Das, ja, Wurzelbereich ohne Wurzelerde, ne?
Das ist natürlich nicht so toll. Ja gut, ich habe immerhin zwei Wurzelerden. Die werde ich jetzt so beide aufbrauchen und dann muss ich echt mal gucken, dass ich irgendwo nochmal Wurzelerde herkriege. Ups, die grobe Erde sollte nicht da rein, da sollte eigentlich die normale Erde hin. Danke. So. Wurzel. Da sollte die hin. Gib her, danke. Und hier. Grob, 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 grob. Und da auch. Und hier. Und da und dort. Ja, vielleicht hier nochmal ein. Zack. Okay. Jo, wunderbar. Dann können wir uns vielleicht nochmal einen Bärenbusch schnappen. Und hier noch. Ein paar Bären dran setzen vielleicht. Da noch einen und hier. Jo. Warum nicht? Und dann bauen wir uns ja mal so einen kleinen Stein hin. So was wie hier. Okay. Die grobe Erde kommt da wieder rein. Und die Erde kommt hier wieder rein. Und die Stämme hier wieder. Zack. Das Zeug dahin. Nein. Dahin, danke. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte da nochmal einen kleinen Stein hinbasteln. Damit und damit und. Nee. Nicht damit. Aber. Hiermit. Habe ich keine Stufen mehr davon. Naja, halb so wild. Wir haben ja die Steinsieger noch da hinten liegen. Nom, nom, nom. Okay, wo setzen wir den Stein hin? Oh, vielleicht hier so. Zack, und den würde ich austauschen. Zack. Da kann ich ja mich so wunderbar machen. Ah ja, genau, ich wollte noch ein paar Stufen bauen. So. Na, wie viele brauchen wir dann? Egal. Eine Handvoll Stufen. Und dann mache ich so ein Blödsinn, ey. Das ist doch echt schlimm. Naja. Egal. Kann ja mal vorkommen. So, Stufe. Da vielleicht auch noch eine Stufe drauf. Ja, wunderbar. Können wir da noch vielleicht einen Knopf hinsetzen? So als Abschluss und. Ich weiß nicht, da vielleicht auch noch mal einen. Okay. Fällt jetzt kaum auf, wenn man von hier kommt, aber das ist ja nicht so schlimm. Das soll ja von überall gut aussehen. Okay, jetzt wäre eigentlich ein bisschen Knochenmehl noch schön. Ich würde sagen, wir holen uns mal ein bisschen was. Dann kann ich dann nämlich wieder ein bisschen Gras drum setzen. Oh, zack. Es wäre natürlich auch schön, wenn wir da Farn hätten, ne? So ein bisschen. Ah, ich stehe total auf Farn. Ich habe eine Schere hier, gib Farn her. Dankeschön. Kriege ich davon eigentlich zwei? Ja, sehr schön. Ah, ist das toll. Ganz viel fahren. Ah, da lacht das Herz. Da lasse ich ja gleich direkt einen fahren. Ah. Okay, der war schlecht. einmal weg damit. Ja, es wird auch wieder dunkel, ne? So, setzen wir da vielleicht einen Fahnen hin und. Da auch noch eine Fahne. Und hier. Zack.
Ja, schön, schön, schön. Dann brauchen wir ein bisschen Respekt davon. Ach, da war sogar noch ein Farm. Oh ja, das sind da zwei. Zack und zack. Ja, machen wir hier vielleicht auch noch einen hin. Und da. Okay, und jetzt sollten wir schlafen gehen. Ich sehe schon wieder zischen. Die Creeper kommen. So. Na, ist er wirklich da? Hallo? Na, wir scheinen mal Glück gehabt zu haben. Glück gehabt zu haben? Naja. Ihr wisst, was ich meine. Naja, überall so ein bisschen Farm verteilen. Wenn ihr wollt. Hier kommt vielleicht auch mal einen hinsetzen. Zack, machen wir mit dem weg. Ah, schön. Okay. Setzen wir uns da noch eine Bank hin? Das ist die Frage. Also, genau, da fällt mir gerade ein, dass das Schild passt da nicht mehr. Hier kommt ja jetzt die Schmiede hin und da hinten ja die Kapelle. Das hatten wir ja so ein bisschen umgedacht. Also, hier kommt jetzt die Kapelle hin. Und hier die Schmiede. So. Ein Dorfteich wäre eigentlich auch cool, oder? Den können wir dann vielleicht da hinten bei der Kapelle so ransetzen, so ein bisschen. Andererseits ist da ja eigentlich eher ein Friedhof vielleicht. So ein kleiner. Oh, es gibt so viel, was man noch machen könnte. Das ist echt schlimm. Ja, hier geht es so ein bisschen hoch, das heißt, dass hier ein Teich oder sowas hinzusetzen, das könnte man machen, ja, da müsste ich aber sehr viel am Terrain anpassen. Und das wollte ich ja ein bisschen weniger machen. Egal. So, dann tun wir hier noch ein ganz kleines bisschen Knochen hier. Ein ganz kleines bisschen, habe ich gesagt, nicht so viel. Ah, das ist immer so ausartet hier. Wenn man es haben will, dann kommt's nicht und wenn man. Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Das war nämlich eigentlich ein bisschen zu viel. Ja, und das ist jetzt sowieso. Ich meine, wenn es jetzt wirklich ein total verwildertes, altes Dorf sein soll, was eben auch verlassen wurde oder sowas, dann natürlich sehr gerne. Aber so jetzt ist das ein bisschen zu too much. Okay. Jo, dann haben wir das auch. Wunderbar. Dann. Es war jetzt nicht so viel, was wir da jetzt gemacht haben, aber. Das muss auf jeden Fall trotzdem mal sein. Jedes kleine bisschen hilft. Sieht doch nicht ganz nett aus mit dem. Mit dem Baum da. Dem Haus. Der Weg. Ja, schön, freut mich. Setzen wir hier noch irgendwas hin? Vielleicht einen Blumentopf? Ja, da kommt nochmal ein Blumentopf drauf. Habe ich doch irgendwo Ton? Oder vielleicht sogar direkt einen Blumentopf. Das wäre natürlich das Beste. Blumus Topfus. Da ist keiner, da ist keiner. Nee, okay. Nee, da muss ich ja wieder so viel brennen. Ja, gut, dann.
Was mache ich denn jetzt hier? Das muss ich ja erstmal nochmal abbauen. So. Damit es schneller geht, überall mal 8 rein. Zack und zack. Die Flower, die kann ich hier rein tun. Zack. Farn habe ich hier schon drin, das ist gut. Dann kann das. Nee, nicht das. Das Zeug auch wieder weg. Und der natürlich auch. Und das. Das Laub kommt wieder hier oben rein. Zack. Da werde ich mich dann demnächst auch nochmal wieder drum kümmern müssen. Ich könnte manchmal einen Setzling mitnehmen, den ich dann da reinsetze. Nehmen wir wieder eine Birke. Ich weiß nicht, ich mag die Birkensetzlinge irgendwie ein bisschen lieber als die, die Eichensetzlinge. Okay, die Schere lassen wir erstmal noch direkt im Rucksack, dann können wir vielleicht im nächsten Video uns dann ein bisschen um Laubwerk kümmern und um die Wurzelerde. Schaufel habe ich, Schere habe ich. Wunderbar. Schildchen verteidigen habe ich, Essen habe ich da. Wobei Schildchen verteidigen, ja, nicht mehr so viel, ne? Während ich warte, könnte ich vielleicht nochmal ein neues Schild basteln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ah ne, da kommt er ja hin, ne? Haha. Richtig in Erinnerung gehabt. Na komm. Danke. Und das auch nochmal. Und den auch. Und den hätte ich auch nochmal gern. Dankeschön. So. Moment, hatte ich hier nicht noch irgendwo einen einzelnen Ziegel? Haha. 1, 2, 3. Nein, das sind nicht zu viele. Braucht man sowieso immer wieder. Okay, dann einmal so und einmal so. Dann haben wir da noch einen kleinen Blumentopf stehen. Schön, schön. Dann kann der ganze Schmarrn auch wieder weg. Den braucht ja kein Mensch mehr hier. Dankeschön. Die Hackspitze nochmal raus. So. Und das Ding auch nochmal weg. Zack. Ja, aufräumen muss sein. Ob man will oder nicht. Leider gehört das dazu. Okay, dann kommen die Kisten wieder hier rein und die Werkbank kommt hier mit rein. Das Holz da und dort und noch mehr. Ne, nicht das. Die Stämme kommen ja hier rein. Zack. Da habe ich noch mehr Stämme. Die Steinsäge kommt hier wieder rein. Ja, wo habe ich jetzt? Da ist Ton, da können dann die wieder rein. Das brauche ich jetzt erstmal alles noch. Ich gehe ja bald unter die Erde. Die Körner. Ja, was mache ich jetzt mit denen? Verfütter ich. Oder was sagt ihr dazu? Wollt ihr kleines Küken machen? Na, komm. Oh. Und mit ihren Eiern schmeiße ich ja hier auch schon durch die Gegend. Das ist doch schön. Oder schmeiße ich mit euren Eiern durch die Gegend? Ja, ist nicht mal was rausgekommen. Strengt euch mal an.
Jetzt wird es auch noch wieder dunkel. Ja, das gefällt mir jetzt nicht so, dass es jetzt wieder dunkel werden muss. Mensch. Naja, wir können uns ja überlegen, wie wir denn hier weitermachen. Machen wir mit der Schmiede als nächstes weiter, würde ich sogar fast sagen. Wo führen wir eigentlich den Hauptweg raus? Gehen wir vielleicht sogar hier lang mit dem Weg? Mit dem Hauptweg? So zwischen Schmiede und Kapelle? Ja, vielleicht gar keine so schlechte Idee, aber dann liegen hier die ganzen Sachen ein bisschen zu nah beieinander. Also ich habe da gar nicht dran gedacht, dass wir auch nochmal einen richtigen Weg hier rein brauchen. Dann könnte es nämlich sein, dass die Taverne hier, die muss weg. Die muss dann woanders sein. Wenn die Schmiede hier vielleicht dann doch nochmal steht, geht dann der Weg hier so lang. So zwischen Kapelle und, die Schmiede geht jetzt dann vielleicht bis hier. Da kommt der Weg, der dann bis hier gehen könnte, weil das ja der Hauptweg ist. Der ist ein bisschen breiter. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz für die Kapelle. Tja, Taverne. Nichts für dich. Okay. Dann eben von anders. Jetzt geht's aber nochmal wieder schlafen und dann können wir uns überlegen, ob wir uns im nächsten Video dann vielleicht. Wobei, nee, da müssen wir uns immer um Ressourcen kümmern. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und der kleine süße Baum hier. Und dann sehen wir euch beim nächsten Mal. Ciao.